Ihr Lieben, ich habe einen Monatsrückblick für euch nach langer Zeit für den Monat Mai. Ich habe insgesamt 12 Bücher gelesen und ich würde sagen, wir starten gleich durch der Reihe nach. Das erste Buch, was ich verschlungen habe im Mai, war die Ellingham Academy, Band 2, die geheimnisvolle Treppe. Da hatte ich ja, glaube ich, erst im März oder im April Band 1 verschlungen und musste unbedingt wissen, wie es weitergeht, obwohl ich weiß, dass erst im Frühjahr Band 3 erscheint. Und ja, das ist ja so ein bisschen eine zweigeteilte Geschichte. In den 30er Jahren verschwindet, wird in der Ellingham Academy die Frau und Tochter von dem Ellingham entführt und die Frau taucht tot auf und die Tochter Alice nie. Deswegen heißt der Band Was geschah mit Alice? Und der zweite Teil ist so ein bisschen in der Jetztzeit und da geht es um das Mädchen Stevie, die an diese Akademie geht und sie ist so ein bisschen in, naja, vielleicht ein holmesches Genie oder so. Sie beschäftigt sich gern mit Verbrechen und ihr fällt viel auf und sie möchte das auflösen und aufklären. Und sie findet im zweiten Teil heraus, wer dahinter steckt. Oder findet es nur der Leser heraus? Daran kann ich mich gar nicht mehr so genau erinnern. Der Leser weiß auf jeden Fall, wer die Alice entführt hat und warum. Allerdings weiß man immer noch nicht, wo sie ist, was aus ihr geworden ist. Und in der Jetztzeit findet auch ein Mordfall statt. Im ersten Band, im zweiten noch ein zweiter. Und man weiß nicht, wer dahinter steckt. Und ich muss jetzt warten, bis ich glaube, März, bis der dritte Teil erscheint. Dann habe ich zwei Pocket Escape Books gelesen, wovon ich euch leider nur eins zeigen kann, weil das andere habe ich verliehen. Das eine war Jagd im Netz und das andere das Mega Game. Und das eine ist irgendwie die eine alte Auflage und das andere die neue. Es ist nämlich so, man hat hier wie bei so einem Escape-Spiel eine Stunde Zeit und man ist immer in so einem Raum und muss dann verschiedene Dinge untersuchen, öffnen, miteinander kombinieren. Und zum Beispiel, wenn man hier DP hat, dann muss man OFDP, also öffnen DP oder UN für untersuchen. Und hier hinten ist dann die Liste für die Buchstabenkombination und die Zahl. Und nochmal hier hinten sind dann die Zahlen, wo man sehen kann, was passiert. Das ist sehr aufwendig. Das Coole ist aber, dass Ullmann Medien das sozusagen geplant hat fürs Handy und man einfach diese vier Buchstaben ins Handy eingibt. Wenn man, man muss sich da keine App zu runterladen und dann muss man nicht nochmal die Zahl nachschlagen, sondern man sieht dort sofort, ah, hast du falsch gemacht oder du wirst weitergeleitet und so weiter und so fort. Und ich glaube, Jagd im Netz ist noch eine alte Ausgabe, wo man tatsächlich diese vier Buchstaben eingeben muss. Und das Mega Game war die neue Ausgabe, da kann man direkt anklicken, öffnen, Taschenrechner oder, also da hat man die Wörter. Und was ein bisschen genialer ist, weil da muss man sich nicht immer diese Buchstabenkombination merken. Und finde ich ganz cool, dass Ullmann Medien das nochmal überarbeitet hat. Und ich habe jetzt insgesamt vier Bücher gelesen und zwei waren sozusagen auf die alte Art und Weise, wo man diese vier Buchstaben braucht. Und zwei waren auf die neue Art und Weise, wo man dann einfach zwei Wörter anklickt und sagt, ich möchte diese zwei Wörter kombinieren oder öffnen. Und die neue ist auf jeden Fall cooler. Das Mega-Game hat mir extrem gut gefallen. Da wird man in ein Spiel gesogen und muss dort spielen. Das eine war mit einem Piraten. Dann hatten wir noch was in der Zukunft, so Sci-Fi-mäßig. Und ich weiß gar nicht mehr, was das dritte war. Es war auf jeden Fall eine sehr coole Spielweise und hat mich so eine Idee an Ursula Poznanskis Erebos erinnert. Und Jagd im Netz fand ich ein bisschen nervig und war das schwierigste Escape-Book, was ich jemals gespielt hatte. Weil hier muss man nicht nur Dinge kombinieren, sondern man muss sich auch lange Zahlencodes merken. Man muss hier ganz schön viel merken und anklicken, um an gewisse Codes zu kommen. Und Jagd im Netz ist von den vier Büchern, die ich gelesen habe, das schwierigste und unspielbarste, muss ich sagen. Dementsprechend, das Mega-Game hat von mir 5 Sterne bekommen und Jagd im Netz bloß 3. Ansonsten sind die trotzdem sehr vergnüglich, wer auf solche Escape-Spiele steht.
Ja, dann habe ich, ich glaube, insgesamt 4 Bücher von Robert Lawrence Stein gelesen. Ich zeige sie euch mal nicht der Reihenfolge nach, sondern insgesamt. Letztes Jahr kam ich ja aus der Klinik und mein Spatze hat mich mit einer ganzen Truhe voll von Gänsehaut und Fear Street Büchern erwartet, weil ich nämlich in der Klinik, wir hatten in dem Kurort so einen Bücherschrank. Und da war ich total glücklich, weil ich dort einen Doppelschocker entdeckt hatte und habe die ganze Zeit geschwärmt, hoch, ich habe wieder Robert Lawrence Stein gelesen und Gänsehaut, das erinnert mich so an meine Kindheit. Ja, und da hat er mir gleich einen ganzen Karton gekauft. Ich glaube, bei Rebuy hat er die gebraucht bestellt und ja, davon zehre ich immer noch. Und ich habe gelesen, Der Schrecken, der aus der Tiefe kam. Auf das hat, glaube ich, ja, 4 bis 4,5 Sterne von mir bekommen. War das erste Mal ein Buch, was kein Gruselschocker ist, finde ich. Und zwar hat man den jungen Billy, ach ja, ich habe die 2 Bücher hintereinander gelesen und jeweils hieß der Protagonist Billy. Und sein Onkel, ja, ist Forscher und auf so einen so Meeresbiologe und erforscht ein Riff und man trifft nicht unbedingt auf eine Horrorgestalt, sondern auf eine Meerjungfrau, die gerettet werden muss. Und deswegen war es kein Gruselschocker, aber eine sehr spannende Geschichte, die halt auch ein bisschen sehr viel mit Moral zu tun hat. Ich glaube, das war auch das moralischste Buch, Gänsehautbuch, was ich jemals gelesen habe, weil es sich auch sehr damit beschäftigt, was es mit Geld und Finanzen und Sponsoring und Artenschutz und so weiter und so fort. Fand ich sehr spannend. Und direkt dahinter hatte ich Eiskalte Vergeltung gelesen, Fear Street. Gänsehaut ist ja eher so für 10 bis 12, 13-Jährige und Fear Street eher so für 14 bis 16-Jährige. Und da ging es auch um Billy, der seine Ferien auf einer Insel oder an einem Strand verbringt, wo ein Jahr zuvor seine Freundin von Vampiren getötet wird. Und er möchte jetzt diese Vampire jagen. Und dort treiben 3 Vampirinnen ihr Unwesen und er und seine Freunde fallen mehr oder weniger darauf rein. Und was mich aber an dieser Story genervt hat, davon abgesehen, dass die am Ende wieder so einen richtigen fiesen Turn hatte, dass immer wieder dasselbe erzählt wurde. Ne? Er ist immer zu den Freunden und ihr wurdet von Vampiren gebissen und ihr werdet ausgesaugt und die haben sich über ihn lustig gemacht und am nächsten Tag dasselbe und dasselbe. Also es fand keine wirklich sinnvolle Handlung in diesem Buch statt, weswegen das nur 2 Sterne von mir bekommen hat. Genau. Und war, ja, mit Robert Lawrence Stein habe ich wirklich immer so absolute Höhen und Tiefen. Und dann hatte ich ein bisschen später im Monat noch quasi so einen Doppelschocker gelesen, und zwar Das unheimliche Labor und es wächst und wächst und wächst. Das unheimliche Labor hat 4 Sterne bekommen und es wächst und wächst und wächst, eher 2,5. In dem unheimlichen Labor geht es darum, dass eine Familie, dass der Familienvater Experimente macht, Genexperimente, die ganz schön schief gehen. Und die Familie quasi übernommen wird von einer tödlichen, intelligenten Pflanze. Sehr, sehr fies. Hat mir sehr gut gefallen. Und es wächst und wächst und wächst, war merkwürdig. Auch die Auflösung war merkwürdig. Da ist ein Junge, der seine Ferien bei seiner Großtante, gruseligen Großtante verbringen muss. Die Mutter, die rafft das auch irgendwie nicht. Die Großtante, die ist auch taub. Ich weiß nicht, warum man sein Kind bei einer tauben Einsiedlerin unterbringt. Das habe ich schon nicht verstanden. Und dann findet er und eine neue Freundin so eine Art Dämonen-Monsterblut in einem Geschäft, das danach wieder zugemacht hat. Bei Robert Lawrence Stein ist es ja immer so, wenn man etwas Gefährliches in irgendeinem Pornshop oder was weiß ich nicht, Souvenirshop kauft und das geht schief, ist danach immer der Shop zu. Der ist dann immer dicht. Der hat dann immer dicht gemacht, direkt nach dem Verkauf. Gut. Und ja, und die machen dann quasi diese Dose auf und das wird immer mehr, das Zeug wächst. Und dann frisst der Hund und der Hund wird dann auch groß und die ganze Geschichte war merkwürdig und auch, wie das Blut dorthin kommt und warum das verhext ist und was nur mit der Tante ist, also dieser Großtante, Oma da. Ganz, ganz merkwürdige Geschichte. Also manchmal weiß ich nicht so richtig, warum, weshalb, aber gut. Ich habe insgesamt 4 Geschichten gelesen, 2 haben mir gefallen und 2 waren merkwürdig oder schlecht.
So. Dann habe ich noch den zweiten Band von Franny Fisher Murder Mystery gelesen. Auf Englisch hat mir meine Leseratte geschenkt. Ich habe ja vor ein paar Jahren entdeckt, diese Murder Mystery Reihe mit Franny Fisher. Und ich habe die, glaube ich, weitestgehend auf Englisch gesuchtet. Ich glaube, mittlerweile ist die auf Deutsch auch raus. Und die Bücher aber nicht. Und ja, spielt in Australien, ich glaube in den 20ern. Und die Franny Fisher, die ist halt ganz schön krass drauf. Die ist halt ständig andere Männer und aber auch fetzige 20er-Jahre-Kleidung. Und die kann halt, die kann im Flugzeug fliegen und die hat ein eigenes Auto. Und die macht halt all das, was in der Gesellschaft ein bisschen merkwürdig beäugt ist. Und löst währenddessen auch noch Kriminalfälle. Und hier stirbt... Also hier kommt eine Mutter zu ihr und sagt, sie hat Angst, dass ihr Sohn den Familienvater umbringt. Und am nächsten Tag ist der Familienvater tot und Franny Fisher muss herausfinden, wer steckt nun hinter dieser ganzen Geschichte. Und ein kleines Mädchen wird entführt. So, habe ich sehr gerne gelesen, gab es insgesamt 4 Sterne. Was mich immer ein bisschen stört, sowohl an der Serie als auch an den Büchern, ist ja ein bisschen der Umgang von Franny mit ihren... Männern. Also das ist mir einfach zu viel. Ich bin kein Typ für jede Nacht einen anderen Mann und das quasi auch parallel und das ist nicht so... Ich will jetzt nicht sagen, ich bin altmodisch, aber das ist mir einfach ein bisschen zu viel. So. Aber gut. Ich wäre zum Beispiel der Meinung, also sie muss ihn ja nicht gleich heiraten, ne? Aber wenn sie einen hat, der jetzt super im Bett ist, dann soll sie doch bei dem bleiben und nicht jedes Mal irgendeinen anderen finsteren Gesellen mitnehmen, aber naja. Dann habe ich gelesen, zu dem Buch wollte ich eigentlich eine Einzelrezension drehen, nämlich Das 9. Haus von Leigh Bardugo, ein umstrittenes Buch, wo ich am Anfang ein bisschen zu tun hatte, reinzukommen. Wir haben Alex genannt, auch Galaxy. Sie kommt eigentlich so ein bisschen aus einem Drogensumpf, ganz kaputtes Elternhaus und sie kann Geister sehen. Und wir haben an der Yale war's, ne? Ja, an der Yale-Universität haben wir 9 Häuser und 8 davon, eigentlich haben wir noch ein paar kleinere, die glaube ich unwichtig sind, aber die durchaus Dämonen anrufen und so ein bisschen mit Substanzen rumspielen und damit halt versuchen, ihre Geschicke zu verbessern und manche werden dann halt die Eliten des Landes und hat aber alles auch ein bisschen halt mit Magie zu tun und da gibt es das 9. Haus Lethe und die sollen das alles so ein bisschen überwachen, dass da quasi keine dass sie nichts in die Luft sprengen und sich so halbwegs an die Menschenrechte halten, weil das eine Haus, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt, war Skulls and Bones, naja, die öffnen halt wirklich so Menschen und lesen dann aus den Gedärmen und die Menschen werden dann nachher wieder zusammengeflickt und leben noch. Manchmal sterben die aber auch. Nun ja, und da Alex Geister sehen kann, ist sie halt perfekt für das Haus Lethe und wird dort angeworben und trainiert. Allerdings, also einige hatten auch in der Leserunde das Problem, dass sie am Anfang überhaupt nicht reingekommen sind und haben es dann zum Teil auch abgebrochen, weil das Buch wird so ein bisschen von hinten erzählt, dass Alex alleine dasteht ohne ihren Mentor und dann wird immer abwechselnd irgendwie Kapitel erzählt von damals und heute und damals hat sie von ihrem Mentor das gelernt, was glaube ich auch nur ein Jahr oder ein halbes Jahr her ist und heute ist sie allein und muss irgendwas tun ohne Mentor und dann was ist als nächstes damals mit dem Mentor passiert und wie geht es ihr jetzt wieder heute damit, das war ein bisschen ein Hickhack und was Leigh Bardugo ja gerne macht, ist, dass sie einfach den Leser manchmal am Anfang so im Regen stehen lässt und mit viel zu wenigen Informationen und die so nur ganz klein und bruchstückchenhaft nach und nach kommen, was halt durchaus, ja, das ist ja auch eine Kunst, ne? Wie man ein Buch erzählt, aber es ist manchmal ganz schön unbequem, ihre Bücher zu lesen. Aber nach und nach habe ich alle Charaktere entsprechend zu schätzen gewusst. Und ihre Stärke ist es, wirklich vielschichtige, schwierige Charaktere zu schreiben. Auch Nebencharaktere. Und die ich aber sehr genossen habe. Also das Zusammenspiel der Charaktere und wie die nach und nach, wie Zwiebeln sich entblättern und immer mehr Schichten bekommen, das fand ich sehr geschickt und auch sehr angenehm. Und ich war am Ende ein bisschen entsetzt, weil es nirgendwo so richtig die Information gibt, dass es der erste Teil einer Reihe ist. Und ich habe es dann schon irgendwann geahnt und mich dann auch mal informiert und dachte, naja, guckst du mal. Und es endet
jetzt nicht mit einem Cliffhanger, aber man weiß halt, dass die nächste Geschichte bevorsteht. Und mal gucken, wann es weitergeht. Ich freue mich auf jeden Fall und insgesamt hat das Büchlein von mir 4 Sterne bekommen. Es hätte locker 5 sein können, wenn das nicht so komisch, holprig und unbequem am Anfang gewesen wäre. Genau, dann hatte ich als Rezensionsexemplar von NetGalley Frau Honig und die Schule der Fantasie und das hat mir so gut gefallen als E-Book, dass ich gesagt habe, ich muss mir das noch bestellen und das Buch hat 8 Euro gekostet und hat man hier auch so ein paar Bilder, wenn ich sie finde. Und das Fräulein Honig, das ist jetzt nicht der erste Teil, aber die hat wohl so leichte Zauberkräfte und hat auch ein bisschen was mit Bienen zu tun. Dazu fehlt mir ein bisschen die Vorgeschichte, aber sie wird in eine Schule geweht vom Wind und wird für die Vertretungslehrerin gehalten und mischt dort diese Grundschule 5 Tage, also eine Woche lang auf und ja, kritisiert halt auch so ein bisschen das starre Schulsystem und dass die Schüler halt nichts lernen, auch keine Lust haben und ja, bringt den Schülern halt etwas bei, ohne sich an den Lehrplan zu halten und eine übelst süße Geschichte, mindestens 5 Sterne. Ich bin dafür, dass dieses Buch von jedem gelesen werden muss, von Kindern und Eltern und Lehrern und dass sich dadurch vielleicht auch einige Dinge ändern können. Ich fand es echt traumhaft, wie die Autorin, die Sabine Bollmann, dargelegt hat, was wichtig im Leben ist und dass man auch Rechnen und Schreiben auf eine andere Art und Weise lernen kann, als das, was uns halt die Schulweisheit so ein bisschen beibringt. Fand ich ultra schön. Jo, jetzt bin ich ein bisschen von meiner Reihenfolge abgekommen, aber wir haben noch 2 Bücher. Das eine ist Fate Girl von Rainbow Rowell, was ich schon in der Vergangenheit 2-mal angefangen und abgebrochen habe. Und ich habe es durchgezogen. Dazu habt ihr auch einen kleinen Vlog gesehen, der Mitte Mai von mir gedreht worden ist. Und ja, man hat Kath und ihre Schwester, Zwillingsschwester Ren und die kommen ans College und die Ren ist übelst in so einem Abnabelungsprozess. Die sahen immer gleich aus und plötzlich schneidet sie sich die Haare ab und möchte auch nicht mit ihrem selben WG-Zimmer sein und sie geht dauernd auf Party. Und die Kath, die ist eher introvertiert und findet auch die Mensa nicht, weil sie nicht danach gefragt hat und isst deswegen immer in ihrem Zimmer Müsli-Riegel. Und ich habe es 2-mal abgebrochen, weil mir die Kath einfach zu selbstverschuldet introvertiert ist. Und also man entscheidet sich nun selten dafür, aber sie hat ja auch darunter gelitten. Es war nicht ganz einfach mit mir und dieses Buch. Ich habe es am Ende es aber durchgezogen und insgesamt 5 Sterne vergeben, weil ich habe endlich meinen Frieden mit ihr gefunden. Und ich fand das Buch genial. Es ist ein bisschen wie eine dramatische Liebesgeschichte, aber nicht, weil die Liebesgeschichte dramatisch ist, sondern das Ganze drumherum. Und es ist, ich würde es nicht als New Adult Buch bezeichnen, obwohl es am College spielt, weil es gibt einfach kein Sex soweit. Also es ist halt so schön downgegradet und nicht so völlig übertrieben mit krassen Leuten und Hobbys und Klamotten und Partys und jede Menge Erotik, sondern es ist halt irgendwie ein bisschen strange, aber halt wunderbar am Boden mit einer schönen, sich aufbauenden Love Story, die aber auch nicht nur 0815 ist, da gibt es auch seine Schwierigkeiten. Und was mir total gefallen hat, die Kath schreibt Fanfiction für Simon Snow. Und Simon Snow ist in dieser Geschichte so etwas wie unser Harry Potter und wird von allen gehypt. Und und man hat quasi immer mal Erzählungen von dem Simon Snow der Autorin und von dem Simon Snow von Kath. Und und man will dann auch irgendwann wissen, wie es weitergeht. Deswegen habe ich mir jetzt auch gebraucht bestellt, der Aufstieg und Fall des Simon Snow. Also die Rainbow Rowell hat dazu dann quasi noch, ich hoffe, dass es eine Frau ist. Rainbow Rowell kann auch ein Mann sein, ist jetzt egal. Auf jeden Fall die Zusatzgeschichte bestellt. Also ich hatte dann sehr viel Spaß. Ich glaube, ich habe das Buch an 2 Tagen gesuchtet und bin jetzt auch endlich zufrieden mit der Geschichte und weiß auch, warum sie so introvertiert ist. Und es ist auch ein bisschen eine schwierige Familiengeschichte und insgesamt schön. Und ich habe sehr viel geheult mit diesem Buch. Ich habe, glaube ich, lange nicht mehr so viel geheult. Und das letzte Buch am Monatsende, das ich gelesen habe, am 31.05. beendet, ist Wie Schnee so weiß von Marissa Meyer, der 4. Teil der Luna-Chroniken.
eine wundervolle Reihe, die ich mir eines Tages, wenn ich ein bisschen Geld dafür übrig habe, sicherlich noch für einen Schrank hole als Hardcover. Wer nicht weiß, worum es geht, es ist so ein bisschen wie Cinderella, ja, also Aschenputtel, Rotkäppchen, Rapunzel und Schneewittchen in Sci-Fi mit Cyborgs und ein Krieg zwischen Luna und der Erde. Nur, dass man vier Bände hat, in denen halt, wie gesagt, diese vier Märchenprinzessinnen abgehandelt werden und die aber dann auch zueinander finden und Freunde werden und ja, zusammen diesen Krieg beschreiten. Ich dachte früher, als es rauskam, what? Ja, Cinderella ist ein Cyborg. Ha? What? Aber cool. Äußerst cool und ich habe, glaube ich, jedem Band 5 Sterne gegeben und bin fast ein bisschen traurig, dass es vorbei ist. Aber es hat halt auch ein sehr komplexes Ende gehabt. Ich glaube, der letzte Band hatte 700 oder 800 Seiten. Ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Und das hat eine Weile gedauert, bis alle Enden zueinander gefunden haben und alles so halbwegs zur Zufriedenheit des Lesers aufgelöst wurde. Aber kann ich nur sehr empfehlen. Also die Luna-Chroniken, Top-Ding. Marissa Meyer hat ja, glaube ich, auch Renegades geschrieben, wenn ich mich nicht irre. Da muss ich mich mal bei Löwe umgucken. Ich glaube, bei Löwe ist es rausgekommen. Weiß ich nicht mehr hundertprozentig. Werde ich mich auf jeden Fall noch mit der Autorin beschäftigen. War insgesamt ein sehr schöner Lesemonat dafür, dass ich zwischenzeitlich immer wieder Leseflauten hatten, was aber nicht aufgefallen ist, weil dann habe ich dann einfach mal an einem guten Tag 2 Gänsehautgeschichten gelesen und dadurch sieht das Ganze nach ein bisschen mehr aus. Aber ich hatte, glaube ich, am Anfang oder am Ende des Monats... Ja, ich habe zwischenzeitlich immer mal 10 oder 13 Tage. Also einmal hatte ich 10 Tage eine Leseflaute und einmal hatte ich 13 Tage eine Leseflaute. Es ist wirklich so, aber es fällt halt nicht auf, wenn bei 13 gelesenen Büchern und bei 12 gelesenen Büchern. Und ja, war insgesamt ein schöner Lesemonat, auch wenn psychisch jetzt nicht mein schönster Monat. Aber ich denke, jetzt geht es mir zumindest wieder gut. Und wir haben noch 3,5 Wochen Schule und ich freue mich auf die Ferien und ich freue mich langsam wieder aufs Drehen und Schneiden und Hochladen und mit euch quatschen. Und ich glaube, das ist erstmal das Wichtigste, dass das alles langsam wieder so Stein für Stein in meinem Leben zusammengefügt wird und wieder funktioniert. So, das war ein langer Lesemonat. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit meinen Büchervorstellungen. Bin gespannt, welche Bücher davon ihr gelesen habt. Und vielleicht könnt ihr mir auch einfach noch ein bisschen was empfehlen. Es sind ja demnächst Sommerferien und ich habe ein bisschen Zeit zum Lesen und gerade auch Lust zum Lesen. Aktuell lese ich übrigens Panem X. Und ja, auch sehr vergnüglich. Übrigens, kennt jemand von euch noch diese Reihe? Im Herzen die Rache? Da hätte ich gern Austauschbedarf. Ich habe da jetzt auch angefangen. Ich bin auf Seite 56. Suche durchaus Menschen, mit denen ich darüber sprechen kann. Jo, das war's erstmal von mir. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche und bis bald. Tschüss.